Die Geralt und Ciri Saga. Staffel 5. Der Hexer. Und niemand sonst hat mich da rausgeholt, wofür ich ihm dankbar bin. Darum werde ich ihn nicht im Stich lassen. Ich werde dich niemals verraten, Hexer. Deswegen sind wir unterwegs. Wir suchen seine Ciri. Seine Albträume waren schlimmer denn je. Nein! Ciri! Hilf mir, Papa! Ciri! Nein! Nein! Ich kann nicht länger warten! Ciri ist da draußen und sie leidet. Ich muss sie da rausholen. Wir werden sie finden, hörst du? Ich werde nicht eher ruhen, bis du deine Ciri wieder in deinen Armen hältst. Komm raus, Bonnard! Eine fehlt. Wo ist Falka? Das ist kein Mensch. Das ist der leibhaftige Teufel. So stirbt es sich, kleine Ratte. Ciri ist tot. Und uns bleibt nur noch die Rache. Eine blutige und grausame Rache. Beginnen wir also und möge die Hölle uns helfen. Geralt hat mich nie im Stich gelassen. Nie. Er hat mir Mut zugesprochen, mir Kraft gegeben. Und nur dank dieser Kraft habe ich das überstanden. Er war für mich da. Alles weist darauf hin, dass eine sehr, wirklich sehr ungewöhnliche Person den Weg zur Hütte des alten Visogotha gefunden hat. Ich bin Ciri von Kaer Morhen. Ich bin Hexerin. Hier auf diesem Bildschirm will ich Ciri sehen. Na, Yennefer, wenigstens aus Neugier. Du bist doch bestimmt neugierig, wie deine Schülerin zurechtkommt. Was sage ich, wie deine Tochter zurechtkommt? Orte! Geh zum Teufel, Wilgefort! Ich habe es seinerzeit meinen Nächsten übel genommen, dass sie mir nicht zur Hilfe gekommen sind. Dass sie mich der Gnade des Schicksals überlassen haben, wie ich glaubte. Aber jetzt denke ich, dass vielleicht sie es sind, die meine Hilfe brauchen. Ich muss reiten, versuchen, diesen Schwalbenturm zu finden. Der Schwalbenturm ist eine Legende. Ich bin auch nur eine Legende. Das Kind vom älteren Blute. Denn ich glaube, Ciri, du bist eine Auserwählte. Mir gehörst du, Hexerin! Fortsterblicher! Sie gehört nicht dir. Sie gehört uns. Du hast eine mächtige Kraft. Du bist jetzt die Herrin der Welten, Ciri.